Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute am Start Mikey Solar Gartenleuchten-Set. Das gibt's im Sixpack, im Viererpack und im Dreierpack. Es kommt daher mit 2700 Kelvin warmweißen LEDs. Und das Tolle ist, es sind Solarlampen. Das bedeutet, dass wir keine Energieversorgung in Form von einer Steckdose benötigen. Sie funktionieren autark mit der Hilfe von Sonnenlicht. Das heißt also, die Sonne strahlt am Tage auf das Panel, auf das Solarpanel dieses Sets und lädt den Akku, der dort eingebaut ist, auf. Und über die Nacht wird dann die Energie abgegeben von dem Akku an die Beleuchtung. Dann ist da ein Fotosensor eingebaut, der dann merkt, jetzt ist Nacht oder jetzt ist Tag. Denn bei Tag brauchen wir kein Licht, das heißt, dann ist es automatisch aus und im Reloading Proof. Solarlampen sind sehr energieeffizient, weil sie nicht unsere Stromrechnung in die Höhe treiben, sondern die nachhaltig die Sonnenenergie nutzen können. Und wichtig ist, diese Lampen sind daher für den Außeneinsatz prädestiniert. Man könnte sie natürlich auch mit einem Kabel nach innen verlegen, geht natürlich auch. Und das Panel draußen, dann könnt ihr sogar drinnen eine Beleuchtung starten, wenn ihr das wollt. 6000 mAh groß ist der Akku oder die Kapazität. Es ist IP66 wasserdicht, das heißt, dass wir es draußen nutzen können, jedoch nicht unter Wasser. Also das heißt, dass es eine bestimmte Zeit dem Wasserdruck standhalten würde, aber über eine längere Zeit wird es nicht unter Wasser funktionieren. Deshalb benutzen wir es nur über Wasser, aber draußen in der Natur. Kein Problem, da wetterfest. Wir haben drei Helligkeitsstufen, die wir nutzen können. Je niedriger die Helligkeitsstufe eingestellt wird, umso länger hält natürlich der Akku und kann je länger nachts uns seine Beleuchtung schenken. Zwei Modi, das heißt, wir können es always on anmachen bzw. in einem weiteren Modus nutzen, was wir dort bevorzugen. Solarstrahler für den Garten, für den Rasen, für die Terrasse, für den Teichbereich, fürs Blumenbeet etc. Der Mikey Gartenbeleuchtung hier verwendet hocheffiziente 6 Volt 6 Watt monokristallinen Silizium-Solarmodule und einen 6000 mAh Akku mit einer Umwandlungsrate von mehr als 22%. Sonnenenergie wird tagsüber gesammelt und schaltet sich nachts automatisch dann die LEDs ein. Nachdem das Solarpanel tagsüber 6 bis 8 Stunden aufgeladen worden ist, kann die Arbeitszeit in der Nacht 8 bis 20 Stunden betragen. Kein Stromanschluss ist erforderlich, keine Stromrechnung, die wir dort dann extra zahlen müssen oder mehr zahlen müssen. Es ist eine Energieeinsparung und Umweltschutz in einem. Einzigartiger Mikey Smooth Modus. Das heißt, die Helligkeit ändert sich von stark zu schwach und dann von schwach zu stark im Zyklus. So haben wir einen leichten pulsierenden Effekt im zweiten Modus. Und dann gibt es noch den Modus Blink-Modus. Das Licht geht an, dann wieder aus, dann wieder an. Das ist eher so der Party-Modus. Das verleiht unserem Garten eine angenehme Atmosphäre, die sehr gut auch zum Beispiel bei Partys geeignet ist. Der Gartenstrahler oder die Gartenstrahlers haben einen Abstrahlwinkel von 120 Grad. Das ist so eine Flutlichtprojektion, einen großen Beleuchtungsbereich wegen den 120 Grad, aber dennoch. Ein gleichmäßiges Ausleuchten von Licht und Farbe ist gegeben. Dabei aber ein geringer Stromverbrauch und eine Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. 50.000 Stunden ist für eine LED so ein Standardwert. Drei Helligkeitsstufen, die Ladezeit beträgt 6 bis 8 Stunden und kann danach wirklich eine ganz lange Zeit durchhalten. Wir können niedrig, mittel oder hoch betrieben dann die LEDs nutzen, sodass wir die ganze Nacht auch über schaffen können. Die Solargartenleuchten-Set hat eine Wasserdichtigkeitszertifizierung von IP66. Das heißt, Edelstahlschrauben rosten nicht, das PC-Gehäuse ist langlebig, blitzsicher und feuchtigkeitsbeständig. So kann es im Regen, in der heißen Sonne und an Schneetagen auch Verwendung finden. Beim Schnee nur darauf achten, dass das Panel trotzdem Energie bezieht über
die Sonne. Es kommt in so einer schönen recycelten Verpackung daher. Branding Mikey am Start. Dann haben wir hier an der Seite haben wir die Möglichkeit zu sehen, was es noch alles gibt. Denn wir haben hier auch die Möglichkeit RGB, also in Farbe zu holen. Und es gibt 2700K, 4000K und 6000K Modelle. Das heißt also, dort kann man sogar noch die Kelvin-Zahl anpassen. Sprich, da eine leichte Veränderung auch in den Blaubereich der Strahlung zu sehen oder ins warme Weiß. Hier ist jetzt das warme Weiß vorherrschend. Das heißt also eine schöne warme Beleuchtung. Bedienungsanleitung Englisch und Deutsch in Schwarz-Weiß, wenn ich das so richtig sehe. Bisschen bebildert ist es auch. Ne? Da seht ihr, alles cool. Aber es ist recht simpel. Wir haben da eine Steuerungseinheit dabei, die sich darum kümmert, dass alles funktioniert. So, fangen wir mal an. Hier im Zubehörbereich. Der Zubehörbereich sieht jetzt etwas massiv aus. Wir haben auch an alles gedacht, sehe ich gerade hier. Edelstahlschrauben in klein, in mittel und in groß. Das heißt, für die unterschiedlichen Bedingungen dort anzutreffen. Dann haben wir hier ein für die einzelnen Strahler dann die Möglichkeit, diese hier anzudoggen und dann auch kippen zu können, also sie zu verstellen. Dann haben wir hier, auch mit Edelstahl-Muddis und Schraubis, haben wir hier Erdspieße, ne, die dafür da sind, um dann Kontakt zum Grund herzustellen. Erstmal von unseren Strahlern, 2, 4, 6 für die Strahler, einer für die Hauptverteilereinheit und Solarpanel-Gedöns. Und damit können wir demzufolge eine leichte Befestigung vor allen Dingen im Garten stattfinden lassen. So, da haben wir hier. Hier haben wir die Kontrolleinheit. Das ist die, der Hub Input, Output. Hier können wir dann umstellen zwischen den einzelnen Modi, wie ihr sehen könnt. Hier drin wird auch der Akku verbaut sein. Wir können diesen irgendwo, wo wir wollen, festschrauben. Am besten natürlich nicht direkt im Wasser oder so. Oder wo das Ding am besten ist, ist trotzdem IP66, steht da drauf, also Strahlwasser geschützt. Trotzdem sollten wir gucken, dass das jetzt nicht fett monströs im Wasser hängt. Das sollte man trotzdem verhindern, auch wenn die IP66-Klassifizierung am Start ist. So, jetzt kommen wir mal hier raus damit. Yeah. Boah. So, und dann haben wir hier unser Zeugs am Start und können mal einen der Strahler uns angucken. Die sind geschaltet, parallel geschaltet. Ne, die haben also hier eine Verbindung zum Hauptverteiler, zum Hub. Und diese Verbindung ist dann mit einer Gummidichtung versetzt. Und es ist eine Klinkensteckerverbindung. Ne? Viele Hersteller gehen dort auf zweipolige Nippel. Hier ist eine richtige Klinkenverbindung. Das heißt also, größere Auflagefläche kann demzufolge dort auch gut sehen. Hier sehen wir auch schon, dass das Ding arbeiten möchte. Da ist also schon ein bisschen Saft drauf. Seht ihr das so ein bisschen rot leuchten? Das heißt also, eine Vorladung ist auch da. Dann haben wir hier am Strahlkörper, wo dann die LED hinter ist, wird das schön abgestrahlt, ein bisschen verteilt. Dadurch ist das so ein bisschen noppelig. Und wie wir sehen, haben wir 2, 4, 6 Strahler in diesem Set zusammenkommen. Und dann können wir die hier ansetzen, zack, und dann können wir sie hier unten erweitern als Erdspießfunktion. So, also das funktioniert alles. Gucken wir uns das Panel noch an. Hier ist das Solarpanel. Das Solarpanel ist dafür da, um Energie von der Sonne zu transformieren in elektrische Energie für unsere Beleuchtung nachts dann. Sehr schön. Das hier ist alles aus Metall gebaut, sehr wertig gebaut. Schön langes Kabel ist auch dabei. Das heißt also, damit kommen wir auch schön gut hin. So, das ist das ganze Zeugs hier. Wie es aufgebaut wird, habt ihr ja schon gesehen. Und wie es nachts aussieht und so weiter, seht ihr auch. Ich habe es jetzt hier in unserem Garten positioniert, was wirklich sehr beeindruckend ist, nicht wahr?
Maikes Solargartenleuchte. Immer gucken, dass das Solarpanel der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Und dann könnt ihr hier drüber die Steuerung der Modi und an und aus und so weiter durchführen. Ihr seht auch hier, es wird noch eine Anzeige, wie hoch der Akku dann in der Ladefolge sich befindet. Maike Solargartenleuchte in 6er-Pack, 2700K, warmweiß für den Außenbereich. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonson.